Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem sehr wichtigen, mir sehr am Herzen liegenden Thema, gerade in dieser besonderen Zeit, in der wir jetzt 2021 sind. Aber letztlich ist dieses Thema allgegenwärtig in jedem Menschenleben. Es geht um Einsamkeit. So viele Menschen fühlen sich derzeit getrennt von allem, fühlen sich fremd auf dieser Erde, fühlen sich falsch. Und ich möchte euch über die Einsamkeit hin zum heiligen Alleinsein und dann wiederum weiter in das All-Eins-Sein begleiten. Ich habe viele, viele Tage jetzt für mich hineingefühlt, habe ganz viel aufgeschrieben. Ich könnte ein ganzes Buch mittlerweile über dieses wichtige Thema schreiben und ich bemühe mich jetzt, das so zusammenzufassen, dass ich das in einem Video unterbringen kann. Ich werde immer mal wieder auf meine Notizen schauen und hoffe, dass ihr ja, euch mit hineinfühlen könnt und vielleicht dann nicht nur euch selbst, sondern auch anderen Menschen damit Impulse geben könnt, wie sie aus der Einsamkeit in ein schönes, weiches, sanftes Gefühl kommen. Einsamkeit ist im Grunde das Gefühl von Leere. Eine Leere, die viel mehr ist als ein Gefühl von, da ist niemand, der mich versteht, sondern es geht darum, dass wir uns selber nicht verstehen. Und wie immer in meinen vielen Videos nehme ich mich als Beispiel, denn ich sage immer, ich habe das alles nicht gelernt. Das Leben hat mich gelehrt. Und wenn ich mich als Beispiel nehme, weiß ich wenigstens genau, worüber ich hier spreche. Ich kenne dieses Gefühl der Einsamkeit so unglaublich gut und es hat mich die ersten 30 Jahre meines Lebens intensiv begleitet. Die restlichen 20 bis jetzt habe ich damit verbracht, genau das zu erleben, zu transformieren, was ich euch heute nahebringen möchte. Dieses Gefühl, aus der Einsamkeit in ein neues Gefühl zu kommen, nenne ich persönlich das große Erwachen. Ich hatte mein Erwachen 2001. Und in erster Linie ging es bei mir tatsächlich darum, dass ich endlich ein Gefühl für mich selbst und das Leben bekommen habe. Ich habe mich die ersten 30 Jahre überhaupt nicht gefühlt. Ich hatte natürlich Gefühle. Ich habe Gefühle reflektiert von außen, die mich getriggert haben, berührt haben und habe darauf reagiert. Aber ich konnte mich nicht fühlen. Ich war so unfassbar einsam, dass ich mich im Spiegel nicht erkannt habe. Ich war wie eine leere Hülle. Egal, was man mir an Komplimenten gemacht hat, welchen Lob auch immer ich bekommen habe, es ist nicht in Resonanz gegangen, weil diese Leere in mir umfassend war. Und jetzt habe ich mir durch die Beschäftigung seit 3 Wochen mit diesem Thema mal aufgeschrieben, dass es für mich tatsächlich 3 Stufen des Erwachens gibt, die auf Einsamkeit gründen und auf dem Weg hinaus. An erster Stelle steht die Einsamkeit. So fangen viele, viele Menschen, gerade die sensiblen und hochsensiblen Menschen auf der Erde an. Wir kommen an, spüren, irgendwas ist nicht richtig mit uns und schon entsteht nach und nach immer stärker das Gefühl, falsch zu sein. Dann kommt, wie bei mir vor 20 Jahren, der Augenblick, dieser Moment, dieser Impuls, Moment mal, da muss doch mehr sein. Es kann doch nicht sein, dass ich mich das ganze Leben lang, im Durchschnitt vielleicht 70 oder 80 Jahre, aktueller Stand der Dinge, einsam und falsch auf diesem Planeten fühle. Und dann kommt der Moment, wo eben dieses Erwachen passiert. Ah, da gibt's noch mehr, da ist noch mehr im Leben möglich. Und dann wechseln wir so ganz langsam mit Schritt für Schritt Selbsterkenntnis, wachsender Selbstliebe, wachsendem Bewusstsein hin in ein Gefühl, Stufe 2, dass wir allein sein können und das sogar genießen können. Und der dritte Schritt, die dritte Stufe bezogen auf Einsamkeit und Erwachen, ist dann das Gefühl, aus dem Getrenntsein endlich wieder in das Verbundensein zu kommen. Dieses Gefühl, ich bin ein kostbarer, wichtiger Teil der Schöpfung. Und sogar dem Gefühl,
dass ich es in der Hand habe, was in meinem Leben passiert, dass ich das göttliche Prinzip bin und aus mir heraus das ganze Leben überhaupt erst erschaffe. Da ich weiß, dass es sehr viele Menschen in meiner Community gibt, die ja schon sehr lange existiert, nämlich wirklich fast 20 Jahre, aber dass es jetzt Menschen gibt in diesem großen globalen kollektiven Erwachen seit ein paar Jahren, die gerade erst anfangen, sich in Richtung Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein zu bewegen, möchte ich wirklich auch noch mal auf die einzelnen Schritte eingehen. Einsamkeit ist, wie gesagt, ein Gefühl von Getrenntsein, von Leid und von Schmerz. Einem Schmerz, der daher rührt, dass man sich so unglaublich ohnmächtig fühlt, so ausgeliefert und gleichzeitig so falsch. Niemals gut genug zu sein, egal was man macht. Niemals Freunde haben zu können, auch wenn man es immer wieder versucht. Und ich kann von mir sagen, ich habe mich mein Leben lang um Freundschaft bemüht und habe mich dafür auch wirklich teilweise aufgeopfert, habe viel zu viel Dinge getan, die mir nicht gut getan haben, nur um Freundschaften irgendwie aufrechtzuerhalten, die aber überhaupt nicht funktioniert haben. Genauso wie Partnerschaften und auch die Familienstrukturen, die total in Unordnung waren und immer noch sind. Und dieses Gefühl, selbst in einer großen Familie, ich habe zwei Geschwister, alleine zu sein, also nicht verstanden zu werden, das ist gruselig. Also ich kann mit allen Menschen mitfühlen, die das empfinden. Und zum Glück gilt das ja nicht für alle Menschen. Alles, was ich hier mache mit meinen ganzen Videos, gilt ja niemals für alle Menschen. Und ich kann es auch nicht allen Menschen recht machen. Ich kann auch nicht auf alle Fragen eine Antwort finden. Dennoch dieses Gefühl, selbst innerhalb einer großen Gruppe von Menschen ganz alleine zu sein und sich wie ein Alien auf dieser Erde zu fühlen. Manche fühlen sich auch wie Strafgefangene auf einem Gefängnisplaneten nach dem Motto, Gott oder was auch immer hat mich hierhin verdammt und ich muss jetzt hier irgendwie klarkommen. Das ist wirklich ein gruseliges Gefühl. Und es ist im Endeffekt so ein Gefühl von permanenter Ablehnung, die erstmal von außen kommt, dass man sich selber von anderen abgelehnt fühlt. Und je früher das einsetzt, desto mehr lehnt man sich selber ab. Und da möchte ich mal einen ganz kurzen Schlenker machen, was ich wahrscheinlich jetzt öfter in diesem Video mache. Ich habe nur eine grobe Struktur, alles andere fülle ich auch einfach so aus meiner Schatzkiste. Aber wie immer in meinen Videos lasse ich auch mal aus dem morphischen Feld, aus dem kollektiven Feld Infos einfließen, die ich selber gar nicht auf dem Schirm habe aktuell. Dieses Getrenntsein führt unter anderem zu sehr, sehr vielen körperlichen Phänomenen. Das habe ich hier gar nicht stehen auf meiner Liste. Nämlich zum Beispiel durch eine komplette Abtrennung des Körpers, die sich dann äußert in Magersucht, Bulimie, Fettleibigkeit, entweder zu wenig essen oder zu viel essen. Es führt dazu, dass der Körper sich selber beginnt zu bekämpfen, kennen wir als Autoimmunkrankheiten. Ich habe Tausende von Menschen in den letzten 20 Jahren begleiten dürfen in Beratungen, Seminaren. Also ich habe sehr, sehr viele Lebensschicksale kennengelernt. Vielleicht mehr als mancher Psychologe in einer gut geführten Praxis. Und habe das auf ganz persönliche, ganz nahe Weise erlebt, miterlebt, durchlebt, Menschen auch ganz oft rausgeführt aus diesen Sackgassen, aus diesen Gefühlen. Dieses gegen sich selber kämpfen führt zu sehr, sehr vielen körperlichen Phänomenen, aber natürlich auch zu psychologischen Phänomenen, die die Wissenschaft versucht, immer in irgendwelche Krankheitsbilder zu übertragen. Dissoziative Persönlichkeit, also eine Abspaltung, wie zum Beispiel Schizophrenie. Dann aber auch zum Borderline-Syndrom kann das führen. Das ist nur die Beschreibung eines Phänomens, dass Menschen so auf einem Grat wandeln. Ich habe dazu gerade erst ein Klartextvideo gemacht zum Thema Gratwanderung. Da habe ich das ein bisschen beschrieben, könnt ihr mal nachlesen. Es führt dann auch zum Beispiel zu extremen Verdauungsproblemen. Wir können einfach diesen Schmerz nicht mehr verdauen und gerade sehr, sehr viele Hochsensible gehen direkt mit dem
Magen, weil der Solarplexusknoten und ein ganz großer Nervenknoten direkt über dem Magen und den oberen Bauchorganen liegt, in Resonanz mit dem Leben. Und wenn sie permanent das Gefühl haben, bedroht zu werden vom Leben, von den Menschen, schlägt es auf den Magen. Dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht, verlinke ich auch mal hier oben. Wie immer bei mir, alles Wichtige unten in der Videobeschreibung. Ob das meine Bilder betrifft, was auch immer. Ihr findet alles unten in der Videobeschreibung. Schaut euch mal die verschiedenen Videos an, die ich dazu auch noch zusätzlich ausgrabe aus meinem Riesenarchiv. Dann könnt ihr weiter stöbern in meinen Infos. So. Diese Ablehnung ist bei sehr, sehr vielen Menschen sehr stark. Sich selbst gegenüber, dem Leben gegenüber. Sie fühlen sich abgelehnt, lehnen das Leben selber ab, können überhaupt nicht mehr genießen und schneiden sich dann auch teilweise wirklich von den eigenen Gefühlen ab. Dann entsteht auch ein ganz, ganz großer Stau von Energie. Nämlich, wenn ich das Leben ablehne, dann schneide ich mich auf verschiedenen Ebenen wirklich ab. Ich erzähle oft in meinen Seminaren, das und auch in den Coachings, ich nehme Menschen so wahr, dass wir ständig so umflossen sind von Energie. Man kann das bildhaft ganz schön darstellen, auch wenn es nur eine Metapher ist. Also ich stelle mir sehr gerne vor, dass einfach Energie aus dem Kosmos um mich herum und auch durch mich durchfließt und mich auch immer wieder sehr schön reinigt, also alles abspült, was ich nicht mehr in meinem Feld brauche an alten Erinnerungen und gerade frisch aufgenommenen Emotionen von anderen und so weiter. Und wenn ich im Fluss bin, also wenn ich wirklich diese Energie fließen lasse, bin ich glücklich, agil, gesund, flexibel. Und das habe ich mir in 20 Jahren erarbeitet. Also wenn ihr euch fragt, warum ich in meinen Videos immer so gut drauf bin, dann nur, weil ich diese ganzen Schritte, von denen ich heute und auch in anderen Videos erzähle, einfach gemacht habe, damit ich auch darüber erzählen kann. So, ich nehme also wahr, ob ein Mensch im Fluss ist. Ich kann das wirklich, ja, vor meinem inneren Auge sehen, wenn ich mich auf einen Menschen einstelle. Und bei vielen Menschen fließt gar nichts. Und wenn keine Energie fließt, nicht durch unsere Nervenbahnen, nicht durch unsere Meridiane, unsere Energiebahnen, wenn nichts mehr aus dem Kosmos fließen darf, weil die Menschen sich abschotten und viele sind gefühlt so, als hätten sie sich in einen Tresor verkrochen, mit Blei ummantelt, den Schlüssel weggeworfen oder beziehungsweise irgendwo in die Ecke gelegt, will ich nicht mehr sehen, ich will in meinem Tresor sein. Natürlich fließt dann nichts mehr. Und wenn man in einem Tresor steckt, dann ist man definitiv sehr einsam. Also, wie ist es bei dir? Wie fühlst du dich? Wie stark ist deine Einsamkeit? Hast du sie oder fühlst du dich super gut und hast noch niemals das Gefühl gehabt, einsam zu sein? Wenn du aber einsam bist, warum ist das so? Schreib es einfach mal auf. Du kannst das Video hier kurz anhalten, schreib es dir auf. Du kannst dir auch aufschreiben, was willst du stattdessen wirklich? Was brauchst du wirklich? Es ist immer gut, das einfach mal zu notieren, was dann hochsprudelt, wenn man sich solche Fragen stellt. Du kannst dir die Fragen auch einfach mal auf einen Zettel notieren und sie später beantworten. Aber ich kann dir versprechen, das habe ich 100.000 Mal gemacht und ich mache es auch immer noch in meinen Tagebüchern. Die führe ich nicht jeden Tag, aber manchmal täglich hintereinander, ein paar Tage lang, dann wieder eine Woche gar nicht. Aber das ist Selbstreflexion, die sichtbar ist. Das ist eine schöne Möglichkeit, vorwärts zu kommen auf dem eigenen Selbstweg, auf dem eigenen Herzensweg. Das Gute ist, man kann Einsamkeit transformieren. Ich hatte jetzt von den drei Schritten gesprochen. Wenn wir uns also anschauen, warum wir uns einsam fühlen, und das wirklich mal bewusst durchdenken, durchspüren, woher dieser Urschmerz kommt. Ich habe von mir erzählt, ich habe mich schon als Kleinkind völlig fehl am Platz gefühlt. Ich war so oft so krank. Und das hat sich wirklich die ersten 40 Jahre meines Lebens so manifestiert in so vielen verschiedenen Krankheiten, dass ich jetzt von
100%, vielleicht noch 2% dieses riesigen Batzens, unter anderem Magen-Darm-Probleme bis hin zu fast Magengeschwüren, schwerste Autoimmunkrankheiten im Sinne von schwersten Allergien gegen alles und jeden und vielen, vielen anderen Dingen. Alles das hat sich niedergeschlagen in meinem Körper und ich habe es nach und nach alles transformieren können. Auch die Einsamkeit. Deshalb kann ich sagen, und ich weiß das von vielen anderen auch, die das geschafft haben, es geht. Es fordert uns allerdings auf, dass wir genau hinschauen. Also wo kommt der Urschmerz her? Ja, bei manchen fängt es eben schon in frühester Kindheit an. Bei anderen kommt es dann zum Beispiel in Kleinkind, Kinderphase bis hin zur Pubertät, dass es mal da irgendwo einen Impuls gab, ein Trauma, ein Schock, der dieses Gefühl von Ablehnung erzeugt hat, dass mal irgendwer, dem wir sehr vertraut haben, dem wir sehr geliebt haben oder auch immer noch lieben, gesagt hat, du bist falsch, du machst das nicht richtig. Und das hat sich wirklich festgeschraubt im Kopf, im Herzen. Wenn wir das anschauen, können wir den Schmerz rausnehmen, können in Kontakt treten und es transformieren. Sehr viele Menschen, die sich so stark einsam fühlen, sind, wie ich es damals auch war, echte Drama-Queens und Drama-Kings. Zum Thema Drama habe ich tolle Videos gemacht. Das Wichtigste verlinke ich mal hier oben. Das ist zusammen mit meinem Ex-Mann entstanden, der mir geholfen hat, aus dem Drama auszusteigen, das unter anderem den Ursprung hatte, dass ich mich komplett abgelehnt habe und abgelehnt gefühlt habe. Zwei ganz, ganz wichtige Aspekte. Also könnt ihr euch auch noch mal anschauen. Das habe ich schon ein paar Mal empfohlen. Es ist immer wieder toll, mal zu erklären, wie man das transformieren kann. Also auch aus dem Drama herauszukommen und woher es kommt. So. Und wenn wir das anschauen, wenn wir dann den Schmerz anschauen, ihn aus dem Feld herausschicken und sagen: So, lieber Schmerz, du warst lange genug da. Ich habe das in einem der letzten Videos gesagt. Es ist so, als würde man die Schmerzen wie Dornen aus der Pfote picken, wenn man durch so einen stacheligen Wald barfuß gelaufen ist. Ja, und dann hat man ganz viele Dornen. Das sind die alten Schmerzen aus der Vergangenheit. Und wenn man die rauszupft, kann man irgendwann wunderbar durchs Leben tanzen, ohne Schmerzen, sondern mit viel Freude und Leichtigkeit. Und ach, deshalb mache ich all meine Videos, damit du das auch tun kannst. Dafür sind wir hier. Zweiter Schritt. Raus aus der Einsamkeit, indem man die ganzen Stacheln rauszupft, die Schmerzen betrachtet, transformiert, in Freude umwandelt. Und dann kommt etwas, das habe ich jetzt in der Recherche, in diesem inneren Recherchieren und in Erinnerung an viele Gespräche herausgefunden. Das hat sich in den letzten Tagen so manifestiert, dieses heilige Alleinsein. Ich hatte mal vor 2 oder 3 Jahren ein Video gemacht. Da habe ich, das war zum Thema Hochsensibilität, da habe ich eine ganze große Playlist voller Videos, die ich gemacht habe zum Thema Hochsensibilität, was man machen kann, um besser damit zurechtzukommen. Tolle, tolle Tipps, die mir geschickt wurden. Und da habe ich ein Video gemacht, da habe ich so ein Video, so ein Foto gemacht, so manchmal mag ich keine Menschen sehen. Ich habe gelernt, dass Alleinsein großartig sein kann. Ich hatte Angst davor, sehr, sehr viel Angst. Und aus der Angst vor dem Alleinsein, weil ich Angst hatte, wenn ich allein bin, dann verflüchtige ich mich. Wenn ich allein bin, existiere ich gar nicht und sterbe ich. Klingt irrational, war aber da. Und das habe ich sehr, sehr lange betrachtet und dadurch auch immer weiter aufgelöst. Ich konnte nicht allein sein. Ich brauchte ständig Menschen um mich herum, obwohl ich ganz viel Zeit für mich eigentlich gebraucht hätte. Ich war so ungern alleine. Das hat dazu geführt, dass ich Partnerschaften eingegangen bin, die mir überhaupt nicht gut getan haben, nur um nicht alleine zu sein. Das war gruselig. Das war schon fast Selbstmissbrauch. Aber ich kannte keine Lösung. Und ich war, weil ich sehr früh sehr depressiv war, schon als junge Erwachsene in Behandlung, psychologischer Behandlung. Aber selbst meine Psychologin konnte mir da nicht raushelfen. Das ging erst mit einer tollen Heilpraktikerin, die ganz andere Wege gegangen ist, die mir unendlich viel beigebracht hat.
und die mir geholfen hat, diese innere Leere zu füllen, auf der ich dann eben dann aufbauen konnte und mich selbst neu erfunden und gefühlt habe, neu entdeckt habe. Und das war eine Entscheidung. 2001 in meiner dunkelsten Stunde, darüber habe ich schon viele Videos gemacht, habe ich erkannt, ich möchte dem Leben noch eine Chance geben. Ich war ein paar Mal in meinem Leben kurz davor, mir das Leben zu nehmen, weil es nicht mehr ging. Ich hatte solche Ängste, Schmerzen, Depressionen. Und 2001 war eben dieser Erwachungsmoment, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich nichts mehr übrig. Am Ende meiner Reserven, am aller tiefsten Punkt meines Lebens angekommen. Aber ich hatte noch nicht mal mehr die Kraft, mir das Leben zu nehmen. So schlimm war es, August 2001. Aber an diesem Punkt, ganz unten angekommen, hatte ich den Gedanken, und heute kann ich sagen, es kam von meiner Seele, von meinem höchsten Selbst, okay, gib dem Leben noch eine Chance. Was hast du zu verlieren? Du hast 30 Jahre nicht gelebt, wie du leben wolltest, hast nie getan, was du tun wolltest, weil man es dir verboten hat oder alle gesagt haben, ne, malen verdient man kein Geld und viele, viele andere Glaubenssätze mehr, die ich da aufgesammelt habe. Dann habe ich dem Leben eine zweite Chance gegeben und gesagt, okay, wenn ich hier bleibe, auf dieser Erde, die ich trotz allem zutiefst geliebt habe und immer noch liebe und immer mehr liebe, dann muss es aber so gehen, wie ich will. Das heißt, ich will endlich Künstlerin sein. Ich will so leben, wie ich bin, wie ich will, so bunt sein, wie ich will, so verrückte Dinge tun, wie ich will. Und dann brauche ich Unterstützung. Damals hatte ich noch keinen direkten Zugang zu den Engeln, der ist aber dadurch dann entstanden, durch diesen Impuls, ich will leben, ich will dem Leben eine neue Chance geben. Und dadurch kamen viele Menschen in mein Feld. Wie gesagt, ich habe da so viele Videos zu gemacht. Wenn ich die herausfinde, schreibe ich sie unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal nachschauen, falls euch das interessiert. Und diese Menschen haben mir dann geholfen, meinen Weg zu finden, der ja nur verschüttet war von all dem. Und als ich anfing, mich selbst zu entdecken, kam ich in das Gefühl, auch wie will ich eigentlich leben? Ich dachte immer, man darf nicht gerne allein sein, weil das dem Leben widerspricht. Und dann habe ich gemerkt, doch, es ist gut, alleine zu sein. Ich brauche diese Zeiten ganz, ganz dringend. Das ist heilig für mich. Mich zu verlieren im Malen. Hier hinten das Sterntor, der Regenbogendimension besteht aus Tausenden von Spiralen. Da habe ich tagelang dran gemalt. Das ist für mich pures Glück. Und ich habe, bevor ich jetzt das Video aufgenommen habe, 2 Stunden im Garten nur Spiralen gemalt auf Aquarellkarton mit Aquarellfarben. Das ist pure Zentrierung für mich. Das brauche ich ganz dringend. Und da brauche ich niemanden um mich herum. Ich höre Hörspiele, ich bin in meiner Welt, ich bin dann im Garten oder in meinen Räumen hier und ganz mit mir. Und das kann sein, dass ich das tagelang mache, dass ich keinen Menschen sehe oder spreche, geschweige denn, dass ich rausgehe, es sei denn, ich brauche ein bisschen Bewegung, weil ich sonst zu verkrampft bin, wenn ich die ganze Zeit nur Videos aufnehme oder male. Aber ich bin dann bei mir und mittlerweile kann ich sagen, es ist ein heiliges Alleinsein und das ist dringend nötig für mich. Gerade für sensible und hochsensible Menschen ist dieses mit sich selbst im Flow sein, im heiligen Raum sein. Dazu habe ich ein Video gemacht, verlinke ich auch mal hier oben. Das ist essentiell und super, super wichtig. Du kannst dir mal notieren, was Alleinsein für dich bedeutet. Dieses Gefühl von, oh, ich bin gerne alleine, was macht das mit dir? Oder vielleicht wünschst du dir, dass du endlich mal in Ruhe alleine sein kannst, ohne schlechtes Gewissen, ohne Sucht nach anderen Menschen und deren Anwesenheit. Was macht es mit dir, wenn du dir selbst diesen Raum gibst, jetzt mal kurz, ja, diesen Raum gibst, alleine zu sein? Was kann sich daraus entfalten und entwickeln?
Meditation heißt Ruhe haben, Stille haben, ganz alleine möglichst. Bis man irgendwann an den Punkt kommt, wo man überall, selbst in der lautesten City, auch in der Fußgängerzone oder auf einer Riesenkreuzung meditieren kann und ganz zentriert im innersten heiligen Raum ist. Aber am Anfang, wenn man erstmal aus der Einsamkeit in ein Gefühl kommen möchte, wer bin ich, was brauche ich wirklich, ist dieser heilige, stille Raum innerhalb einer Meditation einfach wahrhaftig göttlich. Und das sollten wir uns immer wieder gönnen. Wenn wir also gelernt haben, Schritt für Schritt, dass Alleinsein tatsächlich wichtig, essentiell ist, lebensnotwendig sogar ist, dann können wir uns Gedanken darüber machen, wie fühle ich mich innerhalb meiner Familie? Ich hatte gerade gesagt, dass meine Familie eine sehr schwierige Konstellation ist mit sehr, sehr viel Stress, sehr viel Schmerz, sehr viel Leid und Mangel. Und bis ich mich da rausgezogen hatte, habe ich sehr darunter gelitten, dass ich mich nicht wahrgenommen gefühlt habe, obwohl ich heute weiß, dass meine Eltern genauso besonders sind und sich genauso schrecklich gefühlt haben wie ich. Das Blöde ist, man vererbt es weiter. Wenn du also eine Mutter oder ein Vater bist und für dich dieses heilige, wunderschöne Gefühl von ich bin gut, wie ich bin, findest, wenn du dich selber liebst und annimmst, wie du bist, strahlst du das auch auf deine Kinder aus, ob sie noch kommen, also durch dich auf die Welt kommen oder ob sie schon da sind. Das ist völlig egal. Deine Gefühle, je transformierter und geheilter sie sind, desto mehr transformierst und heilst du auch für deine Familie. Selbst wenn du keine Kinder hast, wie ich zum Beispiel, weil es sehr viele Menschen gibt, die einfach nicht hier sind, um Kinder zu haben, sondern ich mache das dann für das gesamte Feld, wie sehr, sehr viele andere Menschen auch. Und es reicht auch, wenn wir es für unsere Familienstruktur machen in verschiedenen Generationen, ohne selbst Kinder zu haben. Ja? Wenn wir diese Gefühle für uns finden, strahlen wir sie in die Welt aus und heilen damit auch unsere Mitmenschen. Ganz wichtig. Wichtig ist aber auch, dass wir uns, sollten wir uns in schwierigen Familienkonstellationen befinden und gerade jetzt zersplittern ja regelrecht auch relativ stabile Familien wegen dieser ganzen, ja, wie nenne ich es nett, wegen dieses Kasperle-Theaters da draußen. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du keinen Draht mehr zu deiner Familie hast und sehr darunter leidest, dass die anderer Meinung sind als du, wird es vielleicht Zeit, dich abzunabeln. Ich habe so viele Menschen schon erlebt, die selbst mit 60, 70, 80 Jahren nicht abgenabelt sind von ihren Eltern. Und sie sind sich gar nicht bewusst, was das bedeutet. Wir sollten uns spätestens bis zu unserem 30. Lebensjahr abnabeln. Und das im positivsten Sinne. Das ist nicht böse gemeint. Und wir müssen auch niemanden dann hinter uns lassen oder verlieren, sondern dieses gesunde Gefühl, ich bin für mich hier auf der Erde. Und danke, liebe Eltern, dass ihr mich hierher gebracht habt. Aber ich möchte jetzt meinen Weg gehen. Das ist mein Leben. Und erst dann kann es wirklich ins Rollen kommen, denn bis dahin leben wir das Leben unserer Eltern, der Gesellschaft. Und ich habe es eingangs gesagt, wir sind nicht dazu da, das Leben anderer Menschen zu leben oder deren Wertvorstellungen, sondern wir sind hier, um unseren eigenen Herzensweg zu gehen. Mit einem sehr, sehr guten und gesunden Gefühl. Also abnabeln ist total wichtig. Und wenn wir uns abnabeln, dann entsteht Raum für ein neues Miteinander. Dann möchte ich nochmal aufgreifen, dass wir ja in diesem Gefühl von erst Einsamkeit, dann einem gesunden, heiligen Alleinsein, dann erst in ein Gefühl kommen und jetzt kann ich mich wirklich positiv Gemeinschaft widmen. Das ist für viele auch noch schwierig, die aus der Einsamkeit erstmal rauskommen. Es ist ein bisschen so, als hätte man lange im Krankenhaus, im Krankenbett gelegen und kommt dann wieder raus und muss wieder neu anfangen mit dem Leben. Und so ist es dann auch schwierig, erstmal Kontakt zu finden. Deshalb da auch ganz ehrlich sein, wie ich gesagt habe, frag dich, was willst du wirklich in Bezug auf andere Menschen? Wie viele Menschen brauchst du um dich herum? Wie oft?
in welchen Konstellationen, ganz privat, also nur ein paar wichtige Freundinnen und Freunde, oder möchtest du eine schöne Familienstruktur haben? Da kann man auch sehr, sehr viele tolle Dinge tun, wie zum Beispiel Familienaufstellung, um da Frieden reinzubringen. Coaching, Supervision ist für mich absolut essentiell, wenn man sich befreien will, transformieren will und gesund sein möchte, im Geist, aber auch im Körper. Und dann kann man sich fragen, bin ich eher ein Eremit, eine Eremitin? Dazu zähle ich mich. Aber ich bin sehr extrem, da bin ich aber auch sehr speziell. Ich kann alle Extreme aushalten. Ich kann sehr lange alleine sein, finde es fantastisch. Und ich kann dann auch in die Menge springen und Seminare geben oder 3 Tage auf einer Messe sein, tausende von Menschen, hunderte Gespräche am Tag. Und danach brauche ich dann wieder eine Woche ganz Funkstille, ganz viel Sonja-Zeit und Alleinsein. Ich kann beides gut, aber ich habe gelernt, wann ich was brauche und wo ich auch Stopp sage und Nein sage. Ja, wo ich dann, übrigens, ich habe Farbe an den Händen, ich komme gerade vom Malen, ich sehe es gerade, sorry. da wirklich gut auf uns zu hören, wie viel Menschzeit, wie viel Einsamzeit, also Alleinseinzeit brauchen wir. Und ganz ehrlich, mittlerweile kann ich sogar sagen, ich finde sogar Einsamkeit toll. Also mal ganz weg von Menschen, ganz viel Zeit irgendwo in den Bergen, in den Wäldern, am Meer zu sein, ohne irgendwas um mich herum. Und dann fühlt sich auch Einsamkeit super entspannend an. So, jetzt aber nochmal zu der Gemeinschaft. Wenn wir also das Bedürfnis haben und Menschen sind, als Menschen sind wir soziale Wesen. Wenn wir das Bedürfnis haben, mit anderen zusammen zu sein, dann wirklich mal hinterfragen, warum will ich Freundschaften? Warum will ich eine Liebesbeziehung, eine Partnerschaft, eine Ehe? Und es ist ganz wichtig, sich darüber wirklich im Klaren zu sein. Wir sind nicht hier, um uns gegenseitig zu missbrauchen, um nicht alleine zu sein. Das ist für mich tatsächlich Missbrauch. Wenn ich jemanden nur zum Freund und zur Freundin habe oder als Liebespartner habe oder sogar heirate, nur um nicht allein zu sein, das ist Missbrauch eines anderen Menschen. Hört sich jetzt ein bisschen hart an, ist aber so. Und eben, wie ich das von mir sagte, auch Missbrauch meiner selbst, weil ich viel zu viel dann tue, nur um nicht allein gelassen oder verlassen zu werden. Das ist nicht der Sinn des Lebens hier. Also, was stellst du dir unter Freundschaft vor? Ich habe so viele Videos zu diesen Themen gemacht. Wie gesagt, ich werde es nochmal durchrecherchieren in meiner großen Bibliothek und was aufschreiben für euch. Und ich habe ein Video aufgenommen jetzt als Engelbotschaft, mal aus einer anderen, höheren Sicht betrachtet, was Gemeinschaft ist. Das verlinke ich auch mal hier oben. Die kommen zwar immer zu bestimmten Zeiten, diese Engelbotschaften, aber sie sind für unser ganzes Leben wichtig. Kannst du dir auch gerne nochmal anhören. Wer das Gefühl hat, dass da niemand ist, der uns will, hat sich bewusst oder unbewusst in den vorhin genannten Tresor gepackt. Und erst wenn wir die Tresortür öffnen, uns selber entdecken, lernen zu lieben, wenn wir die Angst vor dem Leben loslassen, können die Menschen zu uns kommen, die uns gut tun. Bitte sei dir bewusst, was du im Innen fühlst, strahlst du aus. Wenn du dich also betrogen vom Leben fühlst, wenn du Angst vor dem Leben und Angst vor den Menschen hast oder Angst vor Männern oder Frauen, was auch immer, dann können die nicht zu dir kommen, weil du sie komplett ablehnst oder wenn sie auf dich zukommen, wegläufst. Mach Frieden mit dir. Und dann kann alles, alles in dein Leben kommen. Menschen, Fülle, Liebe, Glück, Freude, weil du es dir erlaubst. Und wenn niemand da ist um dich herum, kein Mensch, vielleicht auch gar kein Tier, also ich habe zum Beispiel einen Kater, den ich sehr liebe, ich liebe Tiere, und kann dann mit meinem Kater einfach auch mal sprechen, knuddeln, was auch immer. Mir hilft es sehr. Aber ich möchte auch mein Tier nicht missbrauchen. Viele missbrauchen in ihrer Einsamkeit dann ihre Haustiere und dann werden diese Haustiere krank, nur weil wir
unseren Schmerz, ohne das zu wissen, auf die Tiere übertragen und sie aus Liebe uns diesen Schmerz abnehmen wollen. Das gilt übrigens auch für Kinder, ja? Wenn wir uns selber nicht heilen und Kinder haben, dann übernehmen die Kinder irgendwann den Schmerz der Eltern und werden krank. Wie gesagt, es hört sich hart an, aber ich möchte unbedingt darauf hinweisen, damit die Haustiere, die Kinder, alle Menschen auf der Erde endlich frei von diesen total verbogenen und verschrobenen Gewohnheiten werden, die wir entwickelt haben im Laufe unseres Daseins, unserer Menschheitsgeschichte. Ja, und das ist wirklich krass, was wir da tun mit uns und den Lebewesen um uns herum. Wenn aber jetzt tatsächlich niemand da ist und wir möchten uns mal geborgen fühlen und geliebt fühlen, es gibt genug Energiewesen, die da sind. Auch wenn du jetzt vielleicht nicht daran glaubst, dann brauchst du jetzt gerade mal ein paar Minuten nicht zuzuhören. Ich glaube an Engel. Und nur dank dieses festen Glaubens bin ich gesund geworden. Denn damals hatte ich diese Einsamkeitsgefühle und hatte keine echten Freunde. Und meine Familie wollte auch nichts mit mir zu tun haben, weil ich so seltsam war. Als ich mich aber dann für die Welt der Engel geöffnet habe, waren sie meine Krücke. Sie haben mir geholfen, vom tiefsten Punkt meines Daseins aufzustehen und sozusagen aufzuerstehen, weil ich mich immer mit ihnen austauschen konnte, auch wenn das schizophren klingt. Aber wer heilt, hat recht. Es ist mir völlig egal, ob da mich jetzt jemand für verrückt hält. Ich war schon in der Psychiatrie, ich weiß, wie das funktioniert. Ist nicht lustig, aber ja, war eine Erfahrung. Aber dieses Gefühl, ich bin niemals alleine. Ich kann mit meinem Schutzengel sprechen, ich kann mit Mutter Erde sprechen, ich kann mit Gott sprechen. Ich spreche mit Gott. Ob ich mittlerweile sage, das Göttliche ist in mir, ist dann auch wieder ein Selbstgespräch. Aber sich alleine vorzustellen, dass da ein Wesen ist, mit dem ich mich austauschen kann. Und wenn ich genau hinhöre, wie auch immer ich die Antwortquelle nenne, Engel, Gott, Mutter Erde, Elfen, Zwerge, was auch immer, aufgestiegene Meister, Außerirdische, im Endeffekt ist es nur eine Resonanz meines Inneren, die mir helfen möchte, meinen Weg wiederzufinden. Also können wir uns auch an diese Wesenheiten wenden, unser Herz ausschütten, den Schmerz loslassen und dann wieder frisch und gestärkt unseren Weg finden. Ganz, ganz wichtige Themen, die du dir anschauen kannst, wenn du dich jetzt noch einsam fühlst. Und auch Freundschaften sind für mich gelebte Liebe. Aber Freunde können auch erst in mein Feld kommen, wie schon gesagt, wenn ich mir das erlaube. Wenn ich mir erlaube, mich für Menschen zu öffnen, die mich tiefer kennenlernen. Wenn ich aber Angst vor mir selber habe und meinen Monstern in der Tiefe, also sprich meinen Schmerzen, den vielen Dornen in meiner Pfote, dann lasse ich niemanden an mich heran. Und ich kenne so viele spirituelle Menschen, die meinen, sie sind schon erleuchtet und erfüllt, die immer noch in diesem Tresor leben und die Spiritualität wieder nur ein Gefängnis ist und dieses Gefühl von, mir kann nichts passieren, gar nicht haben. Ich kann meine Videos mit dieser Ehrlichkeit und Offenheit, euch auch von meinen Problemen zu erzählen und meiner Vergangenheit zu erzählen, nur machen, weil ich keine Angst davor habe, was man daraus machen könnte. Denn es ist mein Leben. Es gehört dazu. Deshalb kann ich auch Vertrauen aufbauen, weil ich Vertrauen in mich selber habe. Ich kann Liebesbeziehungen aufbauen zu Menschen, ob zu Freunden, zu Liebespartnern, zu wem auch immer, weil ich mich selber liebe. Ich kann auch zu meiner Community, zu dir, zu den Menschen um mich herum eine Verbindung aufbauen, weil ich zu dem stehe, wie ich bin und was ich sage und was ich mache. Und ich frage mich 100 Mal immer wieder, ist das mein Weg? Fühlt es sich gut an? Kann ich das weitergeben? Oder ist das noch nicht so sicher in mir? Ja. Und je sicherer du in dir wirst, desto weniger hast du ein Gefühl von Einsamkeit, sondern kannst wirklich dieses heilige Alleinsein genießen. Es gibt auch so viele Möglichkeiten, Freunde zu finden.
Ich selber bin kein Fan von Tinder und Co., von diesen ganzen Online-Portalen, wo man Partner, ob für Sex oder Liebe oder Freundschaft sucht. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, weil ich immer sage, das Leben schickt mir schon die Menschen in mein Feld, die ich brauche und ich entdecke sie lieber real. Aber ich habe auch schon fantastische Freundschaften geschlossen mit Menschen, die ich über das Internet, zum Beispiel meine Facebook-Community gefunden habe oder meine YouTube-Community. Also auch das ist alles möglich. Öffne dich für diese Möglichkeiten, wenn du eben wirklich mal wieder eintauchen willst in das Gefühl von Austausch, von Gemeinschaft, von Liebe, Freundschaft, Familie. Und Freunde können eine stabilere und frei gewähltere Familie sein als die, die unsere Seele für unser Menschsein gewählt hat. Wobei die auch extrem wichtig ist. Dazu habe ich auch schon Videos gemacht. Und zum Schluss kommen wir dann in das Gefühl, quasi die dritte oder sogar vierte Phase, dass wir spüren, okay, ich habe mich als Seele, um all die Erfahrungen in diesem Leben zu machen, vor meiner Geburt, vor meiner Zeugung entschieden, auf die Erde zu kommen. Und um all diese Erfahrungen zu machen, brauche ich erstmal das Gefühl von getrennt sein. Ich habe vergessen, dass ich ein göttliches Wesen bin, als ich auf die Erde gekommen bin. Und manche Menschen verlieren das Gefühl nie. Gerade die neuen Kinder mit den bewusst erwachten Eltern haben das Glück, dass sie in diesem Gefühl bleiben können. Ich bin ein göttliches Wesen, ich bin Licht, ich bin Liebe, ich bin pure Freude. Und die wachsen damit auf und geben das dann eins zu eins weiter, ohne jemals all die Schmerzen und dieses Leid zu erfahren, das viele in meinem Alter oder auch noch jünger und vor allen Dingen auch älter jemals erfahren haben. Und dafür mache ich das alles, damit es Eltern gibt, die ihren Kindern diese Chance geben können, dieses Gefühl von Verbundenheit, von Göttlichkeit zu behalten. Aber diejenigen, die sich eben entschieden haben, erstmal das Getrenntsein zu erfahren, können dann irgendwann an den Punkt kommen. Und ich schwöre euch, ich kann es nur sagen, das ist wirklich pures Glück, Glückseligkeit, das kann man auch Erleuchtung nennen, dieses Gefühl, alles, was da ist, ist nur entstanden, damit ich hier sein kann, auf dieser fantastischen Erde mit all ihren Herausforderungen, Abenteuern, Gefahren, Glück, Liebe, Freude, Freundschaft, Gemeinschaft, alle Facetten des Lichtes, alle Farben des Lebens sind nur für mich entstanden und ich habe sie kreiert. Das ist dann der letzte Punkt für mich in meinem Leben, wenn ich wirklich fühle, nicht nur denke oder glaube oder meine, dass es so ist, sondern wenn ich wirklich fühle, dass ich eins bin mit allem, was existiert. Ja, dann ist Einsamkeit weg. Dann ist es nur noch ein Wort, das wir mal gehört haben, das wir vielleicht auch mal gefühlt haben. Aber es ist eigentlich nicht mehr nötig. Es sei denn, ich möchte es mal aus der Kiste rausholen und nochmal spüren. Wir können alles immer noch aus unserer Erfahrungskiste rauspacken, aus unserer Vergangenheit wieder ins Jetzt holen. Können wir bewusst machen. Manchmal passiert es unbewusst. Bewusst ist schöner, anschauen, sagen, oh, früher habe ich mich so scheußlich gefühlt und ist das toll, dass ich mir das Geschenk gemacht habe, es loszulassen. Und genau das wünsche ich dir. Dieses Erkennen, dass alles eins ist, dass wir uns freiwillig dieses Leben gewählt haben. Und dass es im Grunde eine Illusion ist, die aus meinen Gedanken und Gefühlen entsteht. Und deshalb kann ich all denjenigen, die sagen, ah, du bist ja nicht von dieser Welt und du ignorierst den Schatten und all das, was Theater, was da gerade passiert. Nein, ich nehme das Theater wahr. Es ist ja ein Teil meines Seins. Es ist ein Teil dieses Lebens, in dem ich jetzt gerade bin. Aber ich kann entscheiden, ob ich den Kampf spiele,
die Einsamkeit, das Leiden, Krankheit und so weiter. Oder ich kann mich entscheiden und frei wählen, jetzt gesund zu sein, glücklich zu sein, glückselig zu sein, mich diesem Leben hinzugeben, mit aller Freude, die ich habe, bis in die tiefste Zellebene. Ich habe mich dafür entschieden. Und ich weiß von vielen, vielen anderen, die sich mal dafür entschieden haben und deshalb gesund geworden sind, die sich deshalb glückselig, frei und wirklich angekommen fühlen, angekommen in sich selbst. Und dann kann man alleine sein, muss es aber nicht. Wir können dann frei wählen, wann will ich mit wem wo sein. Und dann ist das Leben ein Tanz, eine pure Freude. So, das ist jetzt eines meiner längsten Videos der letzten Zeit. Ich hoffe sehr, dass ich dir damit eine Freude machen konnte, dir helfen konnte. Ich freue mich auf dein Feedback, falls du Lust dazu hast. Ansonsten auch völlig in Ordnung. Natürlich freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. Ich werde noch viele solcher Videos machen, habe auch schon ganz viele gemacht. Stöber durch meine große Bibliothek über 700 Videos aus dem Herzen, gemacht für diese Welt, für dich. Und ich verlinke nochmal links und rechts, was jetzt wichtig ist für mich, für dieses Video. Und ich freue mich, dich wiederzusehen. Gerne per Abo-Glöckchen, dann siehst du, wann ich wieder da bin und wieder ein Video mache, fast jeden Tag, weil es wichtig ist. Also, von Herzen genieße die Liebe zu dir selbst und dieses Gefühl von Einssein mit allem, was ist. Ganz viel Freude, deine Sonja Ariel von Stahl. Bis bald, wir sehen uns.